haben kurz vor Weihnachten ein sehr freudiges Ereignis. Wir können insgesamt 4 neue Einsatzfahrzeuge an die Berufsfeuerwehr und an die Freiwillige Feuerwehr Rundenach übergeben. Und wir haben uns in den letzten Monaten mit dem Umbau von Fahrzeugen befasst, sodass 2 altgediente Feuerwehrfahrzeuge für den Zweck von Evakuierungsmaßnahmen und für die Höhenrettungsgruppe heute ihrer Bestimmung der Berufsfeuerwehr übergeben werden können. Wir haben zum einen 2 Fahrzeuge für die Einheit Rundenach, ein mittleres Löschfahrzeug, also für die Brandbekämpfung und die Einleitung technischer Hilfeleistung. Und wir haben ein sogenanntes Kleinalarmfahrzeug, was für Logistikaufgaben dient, zum Mannschaftstransport, aber auch für sondergewünschte Einsätze der technischen Hilfe als Ergänzungskomponente zu den mittleren Löschfahrzeugen. Darüber hinaus haben wir 2 Kommandowagen für die Berufsfeuerwehr und den organisatorischen Leiter, also 2 relativ übliche Fahrzeuge. Kommandowagen sind Fahrzeuge zum Transport einer Führungskraft. Es handelt sich hierbei um 2 Ford Kuga geländegängige Fahrzeuge, womit man dann auch in das unwegsame Gelände fahren kann. Und wir haben alten Unimog umgebaut zu einem wartfähigen Rettungsfahrzeug bei Schlagregenereignissen und Logistikaufgaben und ein ehemaliges Löschfahrzeug, Baujahr 1998, zu einem Gerätewagen Höhenrettung, wo wir die Berufsfeuerwehrkollegen explizit für ausgebildet haben.